So Leute, willkommen zurück zu Let's Play. Oh, erstmal mich hinsetzen hier. Fire Emblem The Blazing Blade. Im letzten Part haben wir Chapter 15 angefangen. Und müssen hier von Bowker, alles klar, der Bunker, genauso wollte ich ihn ja nennen. Castle Kaelin wieder erobern. Haben Lynn wieder bekommen und ja, da hängen wir jetzt gerade dran. Habe ich für Ken schon? Nee, für Ken fehlt mir noch was. Das heißt, wir sind in der Armory gucken. Genau, denn hier kann ich einmal die Iron Lens kaufen, die ihr braucht. Dann vielleicht schon mal zwei Steel Lens kaufen. Für später, vielleicht noch eine Javelin für später. Steelbau kann man auch schon mal ranholen. Haben wir genug Geld. Und dann passt das mal. So, dann kann Kent mal rankommen, Zentimeter. Der jetzt hat er ja seine Iron Lens, die unbedingt braucht. Dann passt das. Bei Lynn ist alles okay, ne? Ja gut, er hat noch Steel Axe, aber kann ich mir später ändern, wenn ich will. So, Monsieur haben wir auseinander. Und ich denke, für die Zukunft werde ich dann auch an Sane und Kent festhalten. Weil die haben bis jetzt sehr gute Level-Ups bekommen, vor allem den Lynn's Root. Und das ist schon nicht schlecht. Man muss dann denken, das Dorf gleich zu besuchen. Vor allem kann gut sein, dass der Arsch versuchen will, das Dorf zu erreichen. Aber den habe ich sowieso nicht so unter dem Griff. So. Das haben wir schon, das heißt, Ihnchen haben wir jetzt nur im Wege. Und dann so einen komischen Magier noch. Aber eine Magier könnte ich mit einer Magier anlocken. Hab aber nur meinen Magier schon gezogen. Oder wäre hier eine gute Resistenz? Ey, du hast eine gute Resistenz? Ja, und sage und schreibe 1. Markus könnte das machen, okay. Na, ich denke, Markus ist der Beste dafür. Der könnte hier rangehen. Kannst du mal einen Javelin ausgerüstet lassen, damit der Arsch mich ja angreift? Ich hätte was. So, mal gucken. Wir können den Rapier nehmen und ihn auf 6 HP runterschießen. Mir halt gelogen auf 7. Ich mache nur 4 Schaden, das ist ein bisschen wenig. Wie schaut's aus, Auswin? 14. Ich kann mit einer Javelin kämpfen. Ein bisschen blöde, der Typ da unten. Wir können natürlich probieren, mit Austin mit einer Javelin auf ihn zu werfen. Nice. Dann können wir uns überlegen, wer den Kill machen soll. Entweder Eliwood. Ich weiß gar nicht, ob ich G überhaupt mitnehmen will, weil ich glaube, wir gehen jetzt zu Lynn. Na, ja, Lynn ist besser. Dann würde ich sagen, gebe ich den Kill lieber Eliwood. Trotzdem, wobei es macht nicht viel. Vielleicht mit einem Iron Sword an. Schade. Mit gefährlichen Angreifen, nur wahrscheinlich greift der Hector an. Dann einmal heilen. Ah, da war ja noch was. Na gut, dafür haben wir Bartschuhe. Und eventuell noch Florina zum Nachhelfen. Volgi wären sich am besten dafür. Schick mir die nach oben. Priscilla, muss ich was heilen? Nö, aber sie können trotzdem einmal hier runterkommen. Wow, du Intelligenzbolzen. Du willst doch nur, dass ich die EP verteile, oder? Die KI in den anderen Fire Emblem Teilen, die hat übrigens immer den angegriffen, wo sie am meisten Schaden machen würde.
Okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. Und er wahrscheinlich auch nicht. Oh, nice. Strange and Sweet. Okay, sonst machen die Arschgeigen überhaupt nichts. Ein Steel Sword. Und noch ein Steel Sword. Kann mich da im Wald sehr gut verschanzen. Kommt der Kent hin? Natürlich nicht. Kommt der Sane hin? Er kommt da hin. Wie schnell bist du bis Level 8? Und Kent? Auch. Dann passt es ja. Gehst da hin. Du hast die Iron Lens. Du hast sogar eine Steel Lens ausgerüstet. Sehr gut. Dann geht Kent. Mann, nee. Schicken wir den mal hier runter. Die soll ins Dorf gehen. Und du hilfst deinem Kumpel. So, zwei von den Deppen. Ja, ich kann ihn sogar angreifen, werde mir nicht viel bringen. Guck die Iron Axe und warte einfach mal. Serena hat eine gute Idee, ich glaube nicht so, ne? Hm, nicht wirklich. Ist das schon schlau? Ist das eigentlich hier Besuch? Ich glaube nicht, oder? Your company seems close-knit. It's vision to have Virtual, danke. To have friends who support... Achso, doch, das haben wir gemacht, ja klar. Die Support Conversation, so, ja klar. Doch, haben wir schon gemacht, alles klar. Deep Wees. Wow, Rebecca ist total nützlich. Also, kein Stück. Was haben die für Waffen? Iron Lance, Iron Sword. Oh. Wollen wir ihn direkt finishen? Ich schnappe 7. Ja doch, warum nicht weggesammelt. Nicht vergessen, so drei Hauptcharaktere wollen wir noch gut ausnutzen. So. Das ist Futter für Lin. Wir müssen gucken, dass wir jetzt den Kavalleristen auch gut auseinandernehmen können. Mit einem Rapier krieg ich... Oh, ich mach ziemlich safe Schaden, insofern passt schon. Okay. Good job. Dann können wir an sich... Kommt sein Elio dran, okay. Der schützt ihn nicht. Dann belassen wir es dabei. Vielleicht noch Oswin ein bisschen näher ran. Eventuell können wir auf seine Qualitäten noch zurückgreifen. Ansonsten lassen wir so ankommen, wie sie wollen. Da kommt eh nicht wirklich viel mehr. Bis Balto da ausgewichen ist. Oh, nur 37% ist er trifft. Okay. Eventuell ist es besser, Sane mit einer Iron Lance auszurüsten, weil er dann ein bisschen schneller ist. Kann sein, dass die Steel Lance ihn von seiner Geschwindigkeit jetzt so weit runterhaut. Oh, Javelin, das ist nicht so gut. Okay, 12% nur, was er trifft. Okay, da kommt mehr Holz. Meinetwegen. Lin, geh mal hier gucken. Noble Lady, you unhurt. Marcus lost man, the one called Bunker. He seems like a gentleman, but his skill is near legendary. Echt? Warum habe ich nie was von ihm gehört? Do you carry weapons suited to battling knights? Take this if you please. Heavy spear. Okay. Dann würde ich sagen, tun wir mal einen Steel Sword auf Seite. Heavy spear waren, glaube ich, ziemlich gut gegen Panzereinheiten, ja? Besser. Kaputter ist jetzt die Frage. Ja. Wow, ernsthaft, ein AP bleibt übrig.
will, kommt noch nicht ran. Man kann vielleicht einmal mit anderen Mäuschen erledigen. Frage, wer? Irk vielleicht? Ne, kommt gar nicht ran. Lowen kommt auch nicht ran. Kommt da keiner ran? Ah, interessant. Wie schon machst du an ihm? Ach, das passt. Ja, immer ein gutes Level-Up. Damit kann man arbeiten. So, ist das intelligent? Nicht so richtig. Da müssen wir eine Javelin aussehen. Auch nicht so richtig, nur 20%, dass ich treffe. Holy Kacke, ey. Habe ich dir immer noch eine Killing Edge gegeben? Bin ich denn behindert oder was? Dann gibt es nichts anderes als eine Killing Edge. Ich muss ja echt ziemlich bekloppt im Kopf sein. Guck mal, die Randex treffe. Klar. Ich meine, wir können es probieren, aber... auch blöd, er macht genau 10 Schaden, ne? Nee, ich glaube, für ihn setzen wir anders ein. Elliot, das ist okay, wenn du dahin gehst. Der hat einen Javelin, der hat einen Iron Sword, der hat einen Iron Axe. Muss ein bisschen aufpassen jetzt, weil hier kommt eine Menge Holz an. In einem Wäldchen kann ich mich ziemlich gut verschanzen. Jupp, ziemlich gut. Ich glaube, Hector ist ja ziemlich gut. Schick mal aus, wenn mal dahinter. Steht mal Elibus, setzen wir auch dahinter. Muss ich was heilen? Nee, ne? Markus könnte ich heilen. Aber wir müssen mal an dem rankommen. Aber nee, kommen wir so weiter mittig, Florina. Im Winter finde ich hier und da noch was, was ich nutzen kann. Schauen wir mal. Ja, in irgendeiner Art und Weise wollte ich in die Richtung gehen, ganz ehrlich. Schönes Level-Up. Interessant, ich habe vorhin wieder Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia gespielt. Und da habe ich natürlich wieder nur scheiß Level-Ups bekommen. Wie immer halt im Game. Und jetzt bekommen wir wieder ein paar gute Level-Ups. Das ist immerhin was Schönes. Hector rotzt schon ziemlich gut rein. Ich schreck vorhin die blöden Kavalleristen auseinander. Skill und Luck. Okay. Skill ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Aber Strange wäre natürlich auch nicht verkehrt. Hä? Was macht der Arsch da hinter mir? Achso, nur so ein Typi. Kann ich ihn so schlimm für einsetzen, oder? Oder hat Lynn eventuell ein Gespräch mit Elliot? Dann lasse ich Kent hinten stehen, würde ich mal sagen, zum Duel. So, die Nachzügler erledigen. So, wie machen wir die jetzt kaputt, ist jetzt die Frage. Wir könnten mit einer Slim Lance 10 AP Schaden machen an ihm. Wir schauen noch seinen Bogenschützi. Mhm, 14. Hey, auswählen, wie sieht's denn aus so? Ja. Wir können ihn aber nicht hier hinschicken, weil wir sind ziemlich open. Hier haben wir auch noch ein bisschen was, ne? Probieren wir mal kurz ihn kaputt zu hauen. Sehr schön.
Schaden machen wir an dem? 6×2, okay. Das würde für einen Kimmelflügel reichen. Dann machen wir es so. So, dann können wir Eliwood ranschicken. Der macht nochmal 12 Schaden an den Guten. Eliwood irgendwie ist sein Damage-Output nicht ganz so gut. Da müssen wir arbeiten. Wobei, Achtung, hier ist ein Iron Sword Guy. Muss an Detektor aufpassen. Wie schießt denn so. Oh, okay, wir müssen hier irgendwie aufpassen. Drei Damage. Ja. Wir schicken den guten Auswind hier vorne hin. Die Frage, was bringt mir das denn jetzt? Vorne, was ich machen will. Ist doch noch 10 Haut. Ne, nimmt ihn auseinander. Aber ist nicht schlimm. Dann soll er den Bogenschützen erlegen. Work ist nützlich. Work ist ein ziemlich guter Mage. Den werde ich auf jeden Fall brauchen, um den Bunker zu erledigen. Und dann könnten wir Eliwood eigentlich hier vorne hinschicken, ne? Ja, 10×2, wunderbar. Wenigstens trifft er sehr zuverlässig. Ja, und bekommt HP. Good job, Eliwood. Ich muss mehr Stuff nicht reinwürgen, glaube ich, so mittlerweile. Ja, Sane holen wir ran. Lone lassen wir jetzt mal links liegen. Den werde ich sowieso ab nächsten Chapter nicht mehr mitnehmen, denke ich mal. Und dann passt das so. Lass mal sehen, was noch so ein Holz hast, mein Freund. Wohl nicht mehr so viel, wa? Okay. Okay, das war jetzt weniger vom Vorteil für dich. Oh boy, er ist noch von Florina auf den Sack bekommen. Oh, Weapon Level Increase. Ja, das ist jetzt weniger nützlich. Vor allem, wenn Hector dich wieder one-hittet. Sogar mit dem Crit. Und auch keine weiteren Verstärkungen mehr. Auch da unten, es kommt nichts mehr. Okay. So, Will, wie schaut's aus? Ich hab die Frage, will ich Will mitnehmen in Zukunft? Oder Rebecca? Ich meine, Rebecca ist die bessere Einheit von beiden, glaube ich. Sie ist Level 4 und Will Level 5. Kent, wie sieht's aus? Du kriegst nur eine kaputt, alles klar. Wow. Kann ja noch ein Bandit kommen, please? Kent hat nicht mehr so viel. So, hier ist ein normaler Typ mit einem Iron Sword. Was, Win? Ja, den knüppelst du gut nieder. Was mit dem Mage da oben? Kimmt da ran mit einem Thunderbolt. Dann besser von hier. Die Frage, wer soll den Kill machen? Am besten der Florina. Problem bei Florina ist... Ne, kommt gar nicht ran. Alles klar. Ich denke, Florina können wir für später auch weiter mitnehmen. Sie soll eigentlich ganz gute Level-Ups haben. Schauen wir mal. Ja, das war nicht schlecht. Überzeugt, Florina. Du kannst leider im Team bleiben. Mal gucken, was sie hier zu sagen haben. Are you one of Eliwood soldiers? Woher soll er wissen, dass... Egal. You have to look about you.
The villagers are saying that you can defeat enemy in the blink of an eye. When I get older, I'm going to that swift. Just you wait and see. Okay, meinst. So, wir wollen Irk ran, weil das wird mein, ja, Bunkercracker sein. Wie weit kommst du ran? Oh, aufpassen. Jetzt eigentlich nicht unbedingt den Mage ranlocken. Ne, da kommt keine Verstärkung mehr. Das heißt, wir können mit Flügeln den Bogenschütz hier angreifen. 8x2 ist ein bisschen zu wenig, leider. Ist ja gerade ungünstig. Dass da absolut keiner rankommt. Und ich glaube, ich muss wohl den übelen Schlag von dem Mage. Wobei, halt mal ganz kurz. Ich muss gar nicht den Schlag von dem Mage aushalten. Wir setzen wir okay in den Busch rein. Und dann hat sich die Sache schon erledigt. Komm ran. Das ultimative Battle der Mittelfinger. Ich mag es einfach so sehr. Seitdem es einer geschrieben hat, habe ich ein Trauma davon. Die ganze Zeit stehe ich mir das vor und denke mir so, jo, es ist so wahr. So, wer macht den Finishing Blow? Außerdem ist eigentlich vom Level ziemlich gut. Sane, nicht unbedingt. Ja, warum nicht, Rebecca? Oh, ist ziemlich viel EP. Und Thunderbomb-Turm bekommen, okay. Dann nehmen wir uns den Bunker. Was können wir als Tank dafür benutzen? Ich weiß gar nicht, warum ich so noch Lynn bewege. Wie viel Schaden bekomme ich eigentlich von dem guten Reihen? 18. Dann warten wir einfach eine Runde. Mal gucken, wen er angreift. Natürlich. Au. Das tat weh, Alter. Was machen die zwar da? Wo kommen die her? Gut, dass die Lances haben. Gut für Bartra. Das war keine Wunde, würde ich sagen. Dann gucken wir Assaults. Dann habe ich noch Guy. Kann vielleicht noch Lone nachschicken, falls sie Probleme haben sollten. Mit Priscilla vielleicht noch zum Heilen. So, kommen wir zu ihm. Gibt es jemanden, der ihn nicht ganz killt? Ja. Dann kann nämlich Florina den Finishing machen. Falsche Waffe, aber alles gut. So, na gut, hat den Javelin ausgerüstet, na genau. Das heißt, mal aus Witz mal schauen. Oh, das ist nicht viel Schaden, was ich da mache an ihm. Vielleicht doch gar nicht mal so blöd, dass ich hier mit einer Heavy Lance rankomme. Wo ist die Heilung? Ist doch verwundet. Die Heilung ist unterwegs. Das ist nicht witzig. Oh Gott, nochmal zwei. Bin ich zu langsam fürs Game? Anscheinend. Wie schaut's denn aus, Ugi? Ziemlich scheiße. Okay, das ist jetzt weniger günstig. Zehn Schaden. Noch ein bisschen blöder. Leider habe ich auch keine andere Möglichkeit, was rüberzuholen. Außer ist es Florina. Die ist ja ein bisschen quick unterwegs. Ja, rüber mit dir. Nee, nicht Hector. Sane, komm mal ran.
bekommst du mal was von mir. Nimm ein Heavy Spear. Ja. Mal gucken, wie das dann damit aussieht. Wie schaut es eigentlich aus, wenn ich dann gegenüberstelle? Ganz okay, würde ich sagen. So, bleibt dann mal da stehen. Ja, Mainlos ist gerade ein ziemliches Problemchen. Der hält nur zwei Schläge aus. Ich muss irgendwie die Boys hier kaputt bekommen, weil die werden alle auf ihn stacken. Aber Polnius Bartschwer kann ich nicht wegschicken, weil er schon einen Teil gut bewacht. Wundervoll. So meine ich es aber nicht mit, ich muss ihn da wegbekommen. Good job, Guy, RG. Ich dachte, du tust mal quitten vielleicht. Das wird scheiße werden, vor allem muss ich bis Twitter da rausbekommen. Das wird ja was werden. Oh, was haben wir hier? Prepare to fall before your master. Ja, wann bist du mal Meister, du Penner? Und hätte ihn geschlagen. Das gefällt mir natürlich auch. Ich bin wenigstens eine Runde mehr. Oh, nice. Ja. Skill, Speed, Angriff. Good job, Lowen. Hast wieder bewiesen, dass ich dich auswechseln will. Oh, nochmal zwei. Willst du mich natzen? Ich glaube, ich muss langsam mal fertig machen mit dem Scheiß. So, Heavy Spear. Ist das eine Fernwaffe? Eindeutig nicht. Dann müssen wir auch so kurz auf Seite schicken. Mal gucken, was der Heavy Spear so anrichtet. 18 Schaden. Holy shit, das ist einiges. Bleibt jetzt die Frage, wer muss eigentlich den Thron seizen? Soll ich egal, wer von beiden, oder? Wirken erledigen? Theoretisch ja. Eliwood, geh mal einen Schritt zurück. Ich kann mit Tecto reden. Mit beiden kann ich reden, okay. Dann machen wir es mal so. Lindis. Eliwood, you made it. Flumina told us where you were. We're here to help. Thank you. Ja, wir sind fast am Schloss, aber okay. Das war's. Na gut, dann machen wir noch dieses schöne Gespräch. Are you an ally too? Yep, that's what it looks like. In that case, I have something to tell you. We're a bit busy now, save it for later. What? Hold on, wait just a minute. Oh boy. Just Hector thinks. Oh. Ernsthaft, du musst mit einer P am Leben bleiben? Oh, wirklich? Tja, hätte ich jetzt Rebecca rangeholt, ne? Die eine P ist ja bestimmt runtergeknüppelt. Okay, wir müssen die Jungs auseinandernehmen, das ist jetzt klar. Javelin, 6x2 ist wenig. Das sind 12 Schaden, die ich mache, ne? Das würde genau passen. Und dann haben wir Mellinus endgültig abgeschirmt. Die Frage, wie viel Schaden machen die Boys? 8. 8 ist ein bisschen viel. Ich habe eine Vorstellung, was ich machen könnte. So.
So. Wir könnten Iron Axe mit Bartow erledigen. Und dann mal gucken. Priscilla. Ist eh zu weit weg zum Heilen, alles klar. Wir können nämlich jetzt Gi hier im Weg stellen. Aber das ist auch nicht mehr so viel AP, aber ich glaube, du hast genau. Genau, versperren wir den Weg zu Florina. Main ist eh safe. Passt. Dann haut das schon hin. Ich würde sagen, hier machen wir erstmal Schluss, Leute. Im nächsten Part werden wir Castle Cailin erstmal erobern. Ich bin mir aber ziemlich sicher, die nächste Mission bringt es dann in Castle Cailin. Und da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Denn wir müssen auch der Marcus Laus einen auf die Pfanne hauen. Jetzt sage ich mal, danke fürs Zusehen, Leute. Im nächsten Part geht's weiter. Wir müssen auch die Kavalleristen hier auseinandernehmen. Und ich nehme noch den Bunker, der damit RP übrig bleibt. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.